Ich habe schon immer gewusst, dass ich etwas mit Gestaltung machen will. Und mich haben die Formen immer schon wahnsinnig fasziniert. Ich habe mir dann auch überlegt, ob ich vielleicht mal etwas mit Architektur machen will. Dann habe ich aber erst einmal mich entschieden, um den gestalterischen Vorkurs zu machen, weil ich doch auch irgendwie mehr Zeit gebraucht habe, um zu entscheiden, was ich eigentlich machen will. Dort hatte es dann Lehrer, die selber auch Steinbildhauer gelernt haben. Dann habe ich die immer gefragt, ob man das überhaupt noch lernen kann. Und habe so dann einen Schnupperstift gefunden und habe dann etwas gefunden, wo ich auch lernen konnte. Was sehr schön war für mich, ist die Situation oder der Moment, wo ich dann auf einmal so ein Vertrauen geschafft habe, dass das klappt. Am Anfang ist es ja auch ein Stress und auch eine Unsicherheit und auch eine Angst. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das läuft irgendwie und es hat eine Regelmäßigkeit und die Leute kommen zu mir, weil sie etwas von mir wollen. Und das ist eine unschöne Genugtuung und da bin ich auch mega dankbar. Auf meiner Wanderschaft bin ich erst einmal nach Deutschland und dann bin ich recht oft und lang im Norden. Und dann hat mich auch der Osten sehr fasziniert von Europa. Und bin dann mal nach Rumänien und auf Frankreich und auf Spanien. Geografisch am weitesten war Neuseeland und kulturell am weitesten war Sri Lanka. Damals da habe ich einfach gebrannt. Ich musste weg. Ich bin so in einem behüteten Rahmen aufgewachsen. Und in unserem Land da ist alles so geordnet und alles so geregelt. Und ich bin so extrem von allen Richtungen belehrt worden, dass ich einfach mal ausbrechen musste. Und ich wollte einfach mal die Welt umrunden und etwas sehen und andere Erfahrungen machen. Was mich am meisten geprägt hat, ist glaube ich, das Vertrauen der Leute. Das hat mich oft mega überrascht. Und auf Wanderschaft habe ich da ganz verschiedene Menschen und Familien kennenlernen aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Und das hat mich extrem fasziniert und auch extrem geprägt. Also man konnte auch ausbrechen aus seinen Ansichten und aus seinem Kreis, wo man sich bewegt. Und so auch ein Verständnis entwickeln für Menschen, die jetzt komplett anders sind als ich, über die ich vielleicht vorher auch gewertet hätte. Was mir auch so ein bisschen Sorgen macht, ist die Katalogmentalität. Wir sind uns völlig gewöhnt, dass wir etwas anschauen können in einem Katalog. Und wir haben das Gefühl, wir müssen uns dann einfach für etwas entscheiden. Und das kann das Handwerk massiv reduzieren und es kann auch viel mehr als das. Aber es braucht ein bisschen Vertrauen. Und wenn Kunden einfach mal kommen und sagen, was sie gerne haben würden, und ihre Vorstellungen nur grob umschreiben, dann sind Handwerker fähig, herauszuspüren, was ist jetzt für den oder was könnte für den schönste sein oder spannendste sein und kann auch eine individuelle Lösung finden. Ob es mich und mein Handwerk braucht, das ist eine Frage, die kann ich glaub, einfach nicht beantworten. Das ist schwierig. Also ich bin in allen Ländern gereist, die jetzt teilweise jetzt materiell nicht gut stehen, die jetzt nicht viele finanzielle Möglichkeiten haben. Und das sind meistens Länder, wo wahnsinnig viel Kunst gelebt worden ist. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Und warum tun wir in unserer Kultur so, als wäre Kunst nicht nötig oder ein Überfluss? Ich denke, sie ist durchaus nötig. Also Kultur und Kunst ist nötig. Ja, aber beantworten können das natürlich wahrscheinlich am besten meine Kunden, nicht ich. Aber ich habe auch oft Sorgen, ob es mich braucht. Und bin einfach dankbar, wenn es mich braucht. Thank you.
Als Bildhauer und Grabmalschaffender bin ich natürlich oft mit dem Tod konfrontiert und auch mit Leuten, die den Tod von näheren Angehörigen erlebt haben. Das kann teilweise schwierig sein, das ist auch ein sehr sensibler Prozess. Und ich muss dann natürlich schon ein bisschen schauen, dass ich teilweise auch die Trauer jetzt nicht zu stark an mich heranlasse. Also ich bin jetzt auch kein Psychologe, aber ich finde es eine sehr schöne Arbeit, Menschen, die jetzt jemanden verloren haben, etwas geben können und einen Trost geben können. Dass ich natürlich mehr über den Tod mir Gedanken mache als jetzt jemand anders, der jetzt einen Beruf hat, der mit dem Tod nichts zu tun hat. Das ist sicherlich so. Aber ich denke, das ist gar nicht unbedingt so schädlich. Wir werden mit dem Tod alle irgendwann konfrontiert. Und wenn man das ein bisschen früher macht und ein bisschen ernsthafter, dann kann das auch sehr gesund sein. Und wir müssen alle mit dem Tod irgendwann Frieden machen, im Idealfall, bevor wir so weit sind. Es lohnt sich, die Frage, ob das Handwerk ausstirbt oder nicht, mit einer gewissen Euphorie zu betrachten. Es gibt Argumente, die gehen in beide Richtungen. Einerseits gibt es den Beruf Steinmetz oder Steinbildhauer schon seit tausenden Jahren. Und da könnte man einfach pauschal sagen, warum soll der aussterben? Der gibt es doch schon so lange. Und andererseits gibt es in den letzten paar Jahrzehnten ganz, ganz viele alte Handwerker, die ausgestorben sind, weil einfach das Produkt nicht mehr gebraucht wird. Ich denke, als Handwerker kann man das ein bisschen beeinflussen, indem man nicht einfach Sachen macht, weil man es schon immer so gemacht hat, sondern dass man auch ein bisschen überlegt, wenn man etwas von Hand macht, hat das seine Berechtigung, ist es ein Mehrwert, wenn ich jetzt den Arbeitsschritt von Hand mache und könnte die Maschine mich jetzt in diesem Punkt ersetzen. Eine Maschine braucht immer einen Mensch und immer einen kreativen Gedanken. Und er braucht auch immer einen Kontext. Und die Kreativität, die, glaube ich, könnte nur mit Menschen aufbringen. Dass wir auch Empathie aufbringen und schauen, was will mein Kunde, was passt für den und wie kann ich das umsetzen. Und wenn man einfach die Umsetzung Technik kann brauchen, ist das super. Ich bin Melik Scheurer und arbeite jetzt seit 15 Jahren als Steinbildhauer.